Faschingsumzug ist ja ein Highlight im Florianer Fasching. Auch heuer haben wir wieder tolle Gruppen, die mitgemacht haben. Wir haben uns alle am Marktplatz getroffen und es waren insgesamt 7 Gruppen, die dann gemeinsam durch das Marktgebiet gezogen sind. Die werden jetzt auch dann gleich hier oben im Stiftsmeierhof eintreffen, von der Feuerwehr über die Pensionisten, über den Gemeinderat bis hin zu ganz netten Löwinnen von den Lions. Ein buntes Programm an Faschings Freunden, die sich hier heute bereitgestellt haben, mitzumachen. Und jetzt treffen wir uns alle hier im Stiftsmeierhof. Da gibt es was zum Trinken, zum Essen, für die Kinder gratis Krapfen. Ich glaube, ein tolles Programm. Ja, wir sind vom Lions Club Linz Land, Athena.
Und bei diesem Faschingszug ist es daher so, dass die Einnahmen der einzelnen Vereine an die Gemeinde abgegeben werden und die Gemeinde unterstützt damit bedürftige Familien im Raume St. Florian. Ja, natürlich, traditionsgemäß ist es ein Highlight in St. Florian. Wir haben ja vor ein paar Wochen für die Kinder schon ein Highlight gehabt mit dem Clown Willi in der Florianhalle und heute der Umzug. Bei herrlichstem Wetter waren wir unterwegs, keinem ist kalt, alle trinken jetzt was Kaltes statt was Warmes, aber das gehört zum Fasching einfach dazu, man lässt sich nicht abhalten. Viele haben wieder mitgemacht, für die Kinder ist es auch lustig, die Erwachsenen unterhalten sich und jetzt machen wir da einen schönen Abschluss im Stiftsmeierhof und das sollen die Faschingstage sozusagen noch schön ausklingen lassen bis zum Faschingdienstag. Das wird auch in Florian so gelebt. Thank you.